Wir kennen das Brot ja schon. Und dann im anderen Namen? Wir waren ja vor 2 Jahren in der Türkei gewesen. Und da haben wir das Brot ja schon begutachtet, weil es Bruno, der es jetzt verkauft, damals gekauft hat. Das Video hatten wir ja schon gebracht, aber in der Zwischenzeit hat sich ein bisschen was am Boot verändert, unter anderem, und deswegen ist es jetzt auch so interessant, wurden die Motoren ausgetauscht, also ein Diesel wurde rausgeschmissen und dafür ist ein Elektromotor reingekommen, also er hat jetzt quasi einen Diesel und einen Elektroantrieb und das ist natürlich eine sehr interessante Sache, die schauen wir uns auch heute mal genau an. Ja. Ja, der Blick sagt alles. Das ist was auf heute. This is the person in charge here, but he don't remember. Tja, das hatten wir auch noch nicht. Fahren wir mal in die Marina. Also das Boot hätte vor 5 Tagen hier in dieser Yard rausgeholt werden sollen. Wir waren gerade da. Das Boot ist aber nicht da. Das ist ein bisschen komisch. Wir fragen uns, wo auf dem Weg irgendwo was hängen geblieben ist, ob die Marina das vielleicht einfach nur nicht gemacht hat. Jedenfalls suchen wir jetzt das Boot. Also ich glaube, sie hat es nicht gemacht und der Eigner hat nicht nochmal nachgefragt. Er ist einfach davon ausgegangen, dass sie es gemacht haben und es wurde komplett verschlafen und es liegt noch drüben hier in der Marina im Wasser. Ist sie? Da? Wo? Da liegt sie. Kann man ja schon fast von Glück reden, dass das Boot so offensichtlich ist, ne? So eine Bahia mit dem speziellen Look. Ja, wenn es eine Lagune wäre, dann hätten wir es schwerer gehabt, ne? Da sind wir. Jo, also das Boot ist ja offensichtlich hier im Wasser. Ich bin echt gespannt, wer hier irgendwie was versaubeutelt hat, dass das Boot nicht da drüben steht an Land. Also, so viel kann ich schon mal verraten. Wir haben super viel Material mit Bruno und Jürgen und dem Elektromotor gesammelt. Wir machen es also so. Heute gibt es das Gutachten im Wasser, mehr tiefere Details zum Boot als das letzte Mal in unserer Folge Nummer 90 und es geht um die Story der beiden. Viel Spannendes dabei, tiefgründig Technisches zu dem neuen E-Motorsystem heben wir uns für die nächste Folge zu diesem Boot auf. Heute sind wir eher etwas softer unterwegs. Los geht's! Naja, da müssen wir uns was einfallen lassen, dass wir irgendwie noch das Unterwasserschiff zu sehen bekommen. Ändert jetzt ein bisschen was im Ablauf, aber wir müssen erstmal warten, bis Bruno und Jürgen da sind. So ist es, wir schauen uns das Boot schon mal an. Schon mal an Deck. Alles, was wir gucken können in der Zwischenzeit. Und da muss halt geklärt werden, wie es mit dem Unterwasserschiff ist. Ne? Mhm. Aber da gibt es ja immer Möglichkeiten. Da muss man dann halt was vereinbaren. Und der Jürgen, der will ja dann sowieso nach Montenegro fahren, segeln. In unseren Heimathafen. In unseren Heimathafen. Und auch da kann man Boot rausholen und checken lassen. Da muss man dann vertraglich irgendwas vereinbaren. Das kriegen wir schon hin. Was ist denn das hier? Hier ist der Radarreflektor runtergekommen. Ups. Da hat sich da bestimmt eine Krähe vergriffen. Wir hatten ja damals bei dem Boot schon so ein paar optische Themen gehabt. Also technisch ist ja in Ordnung. Oder war es in Ordnung? Jetzt müssen wir mal gucken, wie es jetzt ist. Aber ich glaube, da hat sich nicht viel dran geändert. Das Gelcoat bei dem Boot ist so ein bisschen das Thema. Das ist an einigen Stellen einfach abgenutzt und muss ausgebessert werden und teilweise hat Bruno das schon ausgebessert, aber noch nicht ganz fertig gemacht. Das heißt, es muss noch geschliffen werden und stellenweise nochmal neu aufgetragen werden und so. Also es ist noch nicht ganz fertig. Und es ist halt so, dass bei einem alten Boot eben auch das Gelcoat sich an den Stellen, wo viel gelaufen wird, eben auch abträgt. Ne? Damit muss man leben. Ach. Ich habe mich kurz nach dir umgeguckt, aber da war ich schon wieder verschwunden, ne? Wir haben ja schon viele Katamarane gesehen mittlerweile, begutachtet. Und der Bahia gefällt mir immer noch sehr, sehr gut von der Form her. Das Cockpit gefällt mir sehr gut. Eine große Sitzfläche, lange Sitzfläche. Trotzdem man über die Sitzbank einsteigt ins Cockpit, ist es schon eine ganz gute Lösung, finde ich. Also gefällt mir. Ist vielleicht jetzt nichts für ganz alte Leute,
Ganz alte Leute sollten vielleicht auch nicht mehr segeln, ganz alte Leute nicht. Man muss sich halt hier ein bisschen bücken, um durch die Kuchenbude oder Gestänge hier reinzukommen. Aber das ist alles machbar. Es gibt allerdings keine Ecken, ne? Ist alles rund. Ist alles rund, ja. Du kannst dich nicht so richtig anlehnen. Ist ergonomisch sehr gut und Feng Shui-mäßig ist es auch sehr gut. Was? Ja, Feng Shui ist, steht auf rund. Aha, in Ordnung. Ihr dürft an Bord kommen. Hi, Rick. Grüß dich. Hallo, Rick. Hi. Hi. Schön, dich wiederzusehen. Ja, gleichfalls. Servus. Oh. Scheiße das nicht. Ja. Was organisiert? Ja. Müsst ihr den mal einen Arschtritt verpassen? Jetzt echt das erste Mal auch, dass hier was nicht geklappt hat. Okay. Die arbeiten super seriös, von der Werft eigentlich und vom Hafen eigentlich auch. Ja. Und das war abgesprochen mit beiden, es war auch abgemacht, dass sie sich untereinander absprechen, weil sie mir das Boot mit dem Ding hier rüberziehen. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, ich habe ihnen auch 100 Euro bezahlt fürs Rüberziehen. Okay. Weiß jetzt nicht, was hier nicht funktioniert hat. Ja, die Frage ist, was wollen wir tun? Ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes. Wir machen das ohne rausheben heute. Mhm. Und dann behält der Jürgen gewisses Geld zurück und dann fährst du das nach Montenegro, holst es dort raus und wir schauen uns da das Unterwasserschiff an. Das ist Sahara-Staub oder was? Das ist Sahara-Staub, ja. Alles ein bisschen dreckig. Ja. Ist aber noch ganz okay. Als ich nach der Winterpause wieder hierher kam, hat das ausgeschaut. Ja. Andrea und Bruno haben die Bahia in 2021 für 190.000 Euro gekauft und sind mit ihren Kindern bis nach Cartagena in Spanien gesegelt. Während des Refits in der Türkei und im Laufe der Fahrt haben sie nochmal insgesamt 135.000 Euro investiert. Ein großer Teil davon ging in die Umrüstung in ein Hybridsystem mit Elektromotor. Spannende Sache, dazu kommen wir noch. Und wir erinnern uns, der Backbordrumpf, der hatte eine unschöne Delaminierung, die aufgemacht und repariert wurde. Die Kosten für das komplette Unterwasserschiff inklusive aller Arbeiten und Coppercoat beliefen sich auf 10.000 Euro. Navigationselektronik kam neu, Geräteträger mit Solar, neue Batterien, Polster und Kleinkram, der macht ja bekanntlich auch Mist, ne? Und schließlich ein neuer Dieselmotor im Steuerbordrumpf. Jürgen und Bruno haben sich jetzt für den erneuten Verkauf auf einen Preis von 280.000 Euro geeinigt. Ihr hattet das Boot ja vor 2 Jahren gekauft, ne, und ihr wolltet ja eigentlich richtig auf Langfahrt gehen. Mhm. Warum habt ihr das jetzt unterbrochen? Ja, weil wir festgestellt haben auf der Reise hierher, dass wir gesundheitliche Probleme haben, die wir so schnell nicht lösen können, die wir vor allem hier nicht lösen können, dass wir nach Hause müssen, um das in den Griff zu kriegen. Und das dauert noch eine Weile und wir können das Schiff einfach auch finanziell nicht halten, wenn wir es nicht brauchen können. Darum müssen wir es jetzt verkaufen. Okay, okay. Tut's euch leid oder ist es ein neuer Beginn und ist gar nicht so schlimm jetzt, dass sich eure Pläne geändert haben? Es ist für mich total zweiseitig. Also einerseits, wenn das jetzt unter Dach und Fach ist, der Vertrag unterzeichnet ist, ist einfach ein Problem gelöst. Aber es tut mir schon auch weh, das Boot jetzt abgeben zu müssen, weil jetzt haben wir ein halbes Jahr lang dran rumgearbeitet und neu gemacht und eingerichtet, dass es für uns passt. Jetzt wäre es schon geil, jetzt starten zu können und zu sagen, hey, machen wir die Karibik, oder? Das wäre schon schön, das wäre der Traum gewesen. Das geht jetzt halt nicht in Hand herum. Es ist noch ein guter Moment, um Schiffe zu verkaufen. Wir kriegen noch was dafür. Das können wir zur Seite legen und in 10 Jahren können wir uns überlegen, ob wir wieder gehen oder nicht. Also der Traum ist noch nicht gestorben, der ist jetzt einfach auf Eis gelegt für eine ganze Weile. Ja. Jetzt zu Jürgen, der hatte vor unserem Kennenlernen eine Moody 45 im Blick, wegen des großzügigen Decksalons. Hauptargument dafür war das Leben auf dem Wasser. Die Moodys sind allerdings sehr selten auf dem Markt und auch noch recht teuer. Zeitgleich kam die Bahia 46 hier zu uns zurück und obwohl Jürgen noch keine Erfahrung mit Katamaranen hatte, war er ganz angetan vom Konzept. Also einmal besichtigt, hat überzeugt, jetzt soll es erstmal sein Urlaubsdomizil auf dem Wasser werden. Ja, ich wollte das für den Sommer einfach, um gemütlich meine Ruhe zu haben. Ich habe genug Stress gehabt die letzten 30 Jahre, das reicht. Mhm. Und dann in 4 Jahren, wenn ich einfach Erfahrung habe, dann gehe ich mindestens einmal in die Karibik. Okay. Das will ich unbedingt und wenn das Spaß macht, dann werde ich das öfter machen. Okay. Ich habe viele Videos gesehen, viele sagen, es macht keinen Spaß. Wenn sie dann drüben sind, hat es doch wieder allen gefallen, aber die Zeit rüberzukommen ist herausfordernd. Mhm. Ja. Will ich machen. Okay. Bringst du das Boot auch wieder, bitte? Ja, sehr gerne, weil ich brauche es im Sommer. Ist schön, wenn man ein Gutachten so machen kann und das Boot aufgeräumt,
und sauber ist, nicht stinkt und alles soweit in Ordnung ist. Also wenn einfach darauf Wert gelegt ist, dass man sieht, dass es gepflegt ist. Das ist schon echt gut. Ich meine, für außen kann niemand was. Na, das ist Sahara-Staub und wenn es eine Weile hier liegt, dann wird es halt einfach außen dreckig. Aber drin darf es schon sauber sein. Auf alle Fälle. Wir sind jetzt hier im Backbordrumpf und das Boot hat halt viele Toiletten gehabt. Zwei von denen haben sie zugemacht und im Prinzip als Stauraum benutzt. Ist auch sehr gut. Na, ist ja immer gut, so Stauraum zu haben. Der Voreigner, ne? Das war der Voreigner, genau. Ja. Hier. Schön viel Sachen kann man reinpacken, das ist ganz nett gemacht. Ansonsten hat jede Kabine ihr eigenes Bad. Ich finde die Kabinen dieses Boots sehr angenehm, also haben eine schöne Größe. Weißt du, wir haben ja auf unserem Kanal mittlerweile den Outremer 45, den schnellen Performance Cut gezeigt. Und wir haben auch Lagoon und Leopard gehabt, wo die Wohnräume sehr groß sind, breit alles. Das hier fühlt sich an wie so ein guter Mittelweg, ne? Vom Layout her finde ich den auch sehr gut. Und der ist auch relativ leicht und sportlich. Also ist ein schöner Kompromiss, würde ich mal sagen. Das Wort hatten wir schon länger nicht mehr. Echt? Ja. Ich habe gefühlt das häufig. Ja, nee, ist wirklich ein schönes Boot. Gefällt mir. Auch wenn das Boot Geschmackssache ist, ne? Viele mögen das nicht wegen der Rundungen. Ja, das ist schon ein bisschen außergewöhnlich, ne? Genau, ich mag es gerade wegen der Rundungen. Okay. Also optisch zumindest. Gefällt mir. Sieht aus wie so ein, sieht so ein bisschen von außen aus wie so ein alter Cadillac. Erinnert mich immer an so einen runden Cadillac. Ernsthaft? Ja. Okay. Ja. Na gut. Finde ich sehr schön. Wir erinnern uns. Andrea und Bruno sind ursprünglich, so wie Jürgen auch, mit dem Gedanken auf uns zugekommen, einen Mono kaufen zu wollen. Wir haben diesen Cut empfohlen für die Reise als Family. Und hier kommt ein sehr klares Feedback. Wart ihr letztlich happy mit der Entscheidung gegen einen Mono und für einen Katamaran? Absolut. Ja? Absolut. Also das war wirklich, das nächste Schiff, das ich mir kaufe, ist vielleicht wieder ein Mono. Ach so. Einfach weil die Ansprüche anders sind. Mhm. Es gibt einfach ganz klar Dinge, die für einen Katamaran sprechen. Und für das, was wir jetzt gemacht haben, ein halbes Jahr mit der Familie, haben wir es nicht diskutiert. Ja. Für dieses Gewässer die richtige Entscheidung. Handgerum. Wenn du Mallorca anfunkst und sagst, wir haben ein Problem mit dem Motor, wo kann ich liften? Ja, eigentlich nirgends, außer in Palma. Okay, hallo Palma, habt ihr einen Platz für uns? Ja, für die nächsten zwei Monate für einen Katamaran kannst du knicken. Aber wohin gehe ich dann jetzt, wenn ich mein Boot rausliften muss? Ja, schau mal, am Festland drüben gibt es ein, zwei Häfen. Mhm. Ich habe aber ein Motorenproblem. Also das sind dann halt Dinge, die du bezahlst mehr. Also ja. Jeden Hafenplatz. Er will buchteln. Das heißt, er bezahlt nichts. Dann ist es super, oder? Aber ich meine, beim Segeln. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber wir haben ja da unten diese beiden Pilot Berths, die hier liegen. Ja. Rakoboxen rein, Material drauf, keine Gurten ran, nichts. Und auch bei 3 Metern Welle, da kommt nichts runter. Ja. Das Bier bleibt einfach da. Bei Windstärke 6 hier und Mittagessen, die Gläser stehen auf dem Tisch. Ja. Es ist einfach geil. Jedes Kind seine Keue, wenn sie Krach haben miteinander. Jeder Erwachsene seine Keue, wenn er findet, es ist wirklich zu heiß, du bist mir zu schweißig, ich brauche ein bisschen Distanz. Geht wunderbar. Einen kompletten Salon, wo du sitzen kannst, auch zu 8, wenn es sein muss. Ja. Und draußen dasselbe noch einmal. Ja. Das kennst du vielleicht auch. Was doof ist, wenn du so schräg gegenan gehst, das Rollen über die Welle. Ja, diese genau. Bewegung macht den Mono nicht. Die springt sofort an, die lässt sich wunderbar sägen, die lässt sich wunderbar trimmen, das ist alles easy. Und dann so bei 20 Knoten beginnt dann einfach bei mir der Adrenalinpegel zu steigen, wie viel das Boot noch wegmachen würde. Ich mag das einfach nicht, wenn das ganze Schiff so zu arbeiten beginnt. Also bei 8 Knoten ist sowieso Schluss, da reduziere ich hoch. 7 Knoten vor dem Wind ist super. 7 Knoten Halbwind oder hart am Wind ist dann schon, finde ich, für mein Gefühl. Okay. Das mag ich nicht. Aber eigentlich macht ja schon richtig viel mit, ne? Du kannst das Ding auch mit 10, 11 Knoten fahren. Wir hatten das Maximum, was wir hier je drauf hatten, waren 17 Knoten. Mhm. Aber eine Welle runter, Surf runter. 33 Knoten auf den Arsch, Genua weg, groß im dritten Reff, Welle runter. Und das hat dann gependelt zwischen 11 und 17 Knoten. Ja. Geschwindigkeit, 17 Knoten. Aber das ist nicht Geschwindigkeit, oder? Das ist einfach Wahnsinn. Das ist, wir wollten nur noch weg, weil hinten hat es geblitzt und gedonnert. Und wir sind dann einfach 150 Grad Wind und raus aus dem Scheiß, weil wenn du hier einen Blitzschlag kassierst, dann ist das alles fort, wenn du Pech hast. Mit dem Elektromotor glaube ich nicht, weil das komplett entkoppelt, das sollte eigentlich nichts machen. Aber das hier ist einfach weg. Mhm. Und das willst du nicht. Und das war einfach Flucht. Einfach was noch irgendwie geht.
Aber nee, das ist dann einfach, das ist dann so weit jenseits von Wohlfühlsegel, Romantik, nee. Die ganz große Kiste ist dann der Wellenschlag. Wenn du angenehmes Wasser hast, dann sind 8-9 Knoten ein Traum. Je nachdem, in welche Welle die eintauchen, ist völlig normal, dass sich ein Boot verwindet. Bei den sehr teuren Schiffen, bei Outremer zum Beispiel, ist es so, dass die machen das ja auch, aber die haben jegliche Einbauten, haben die an Schaumstoff befestigt. Also die kleben Schaumstoff und kleben da die Einbauten ran. Und die kommen nirgendwo, kommen ja, die irgendwo an die Hülle ran. Und deswegen machen die keine Geräusche. Ja. Und die machen Geräusche, weil es knarrt halt, weil die halt einfacher eingebaut sind. Ja, und sie stoßen aneinander, oder? Die Bodenplanken stoßen aneinander. Genau. Und wenn im Rumpf was arbeitet, dann quietscht es und knarrt. Und eben, das ist dann das, was das hält meine Seele nicht aus. Das Schiff hält sich auch nicht aus. Das muss so sein. Ja, logisch. So. Wir starten jetzt zum Testsegeln. Wir haben sogar ein bisschen Wind. Ich freue mich, dass wir Wind haben. Ein bisschen. Ja, ich mich auch. Mal schauen, wie es dann draußen ausschaut. 10 Knoten geht's. Genau. Der Motor sprang erstmal sehr gut an. Muss er auch, weil er ist neu. Also er ist ja, beide Motoren sind neu. Der Diesel wurde neu eingebaut. Ja, ich mache nur den Schubcheck. Weil der regenerierte Motor, der eine komplette Überholung gehabt haben sollte, nicht wirklich eine hatte und deswegen ist der neu. Und der Elektromotor ist ja sowieso neu. Kommt kein Kühlwasser. Oh ja, das habe ich nicht. Mach mal aus dem Motor. Das machen wir nur mit dem Elektromotor. Ja, ja. So, jetzt kannst du. Okay. So, das Ventil fürs Seewasser war geschlossen. Deswegen kam kein Kühlwasser vom Motor. Und jetzt haben wir es aber auch geöffnet. Also immer kontrollieren. Immer kontrollieren. Durch den Austausch des Dieselmotors gegen einen Elektromotor hast du natürlich zwei verschiedene Steuerhebel. Die kannst du auch nicht gleichzeitig bedienen. Also du musst die separat bedienen, beziehungsweise mit zwei Händen. Und die sind auch nicht parallel, also synchron verstellbar sozusagen. Aber es sind halt zwei unterschiedliche Systeme. Man muss sich daran gewöhnen, aber das funktioniert dann schon. Gewöhnt man sich dran? Problemlos. Ein bisschen eine Trainingssache und im Hafen drin merkst du es, auf dem Wasser draußen, kein Thema. Okay. Ich weiß es effektiv nicht. Jürgen? Ja? Der Motor hat ja erst 4 Stunden runter. Ja. Der bleibt mal bei 2000. Normalerweise testet man einen Motor mit Volldrehzahl, aber ja, dadurch, dass der noch lange nicht eingelaufen ist, Machen wir den kaputt, bevor er nicht hoch ist. Aber er ist ja neu und da ist ja auch noch Gewährleistung drauf. Ja, ja, genau. Die Zertifikate sind da und wir haben ihn kurz, haben wir ihn raufgedreht bei der Testfahrt. Ja, aber das ist nicht wünschbar. Das habe ich jetzt nicht gehört. Also das hat der Jan natürlich gemacht. Ich bin unschuldig. Das muss offensichtlich so sein. Nein. Ja, okay. Also ganz kurz kannst du das machen, aber du drehst den eigentlich hoch, wartest, was die Temperatur sagt, den lässt schon ein paar Minuten so laufen. Aber das ist jetzt einfach, das machen wir nicht. Und wie ist es? Leicht. Okay. Jetzt ist gut. Na, ein bisschen geht noch. Das Vollig ist noch nicht so richtig. Ja, noch ein bisschen. Ja, jetzt ist aber gerade gesagt, jetzt ist okay hier. So, was ich da jetzt gut machen würde, ist eine Elektrowinch mit Fernbedienung von MSM. Ja. Weniger außer Puste. Allerdings nur, wenn man nicht trainieren möchte. Ja. Segel steht, Segel sieht auch gut aus. Zweimal überholt worden, Segel. Zweimal überholt? Ja. Schön. Schön. Gut.
Windböe nur steht. Und wir beschleunigen wie die Sau. 7 Knoten, das ist der Wind, den du für dieses Schiff willst. Kaum Wellen. 15 Knoten auf die Seite, wir sind bei 8 Knoten fort. Und 60 Grad. So also geht Mittelmeer. Meine gecharterten Bavaria und San Odyssee werden es jetzt maximale Geschwindigkeit. Also ja. Bräuchte ich noch mehr Wind und dann schaffe ich das. Mehr genau, geht nicht. Genau. Macht Spaß, oder? Danke. Ja. Und die Bewegung vom Boot ist auch gut, ne? Es ist gut und meine Frau wird sehr zufrieden sein. Und ja. Ich habe dann natürlich überhaupt keinen Stress mehr. Ja. Genau. Also Frau happy, du happy, ja? Ja, okay. happy wife. Happy life, ne? Sehr wichtig. Gut, jetzt zieh! Super, genau! Segeltraining? Genau. Dicht, dicht, ist immer wieder ein Abenteuer und mir geht immer wieder die Pumpe. Jetzt fehlen nur noch Delfine, oder? Auf keinen Fall Orcas. Stimmt. Einfach geil. Ja, ne? Der macht einfach zack, Speed. Gefällt dir das Boot gut, ja? Im Grunde so, wie ich es wollte. Es ist ein Boot, wenn du neu kaufst, 1 Million mehr wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Aber ist besser als eine Moody, oder? Ich weiß es noch nicht, das kann ich da im Oktober sagen. Achso, du testest ja eine, ne? Eine, im Oktober fahren wir eine, aber... Dann ist es zu spät. Die kostet 150 mehr. Ja, siehst du? 450, ne? Ich würde mal behaupten, dann kriegst du mehr Boot mit dem Boot hier. 100%. Nein, es war gut, dass wir einfach telefoniert haben und dass wir diesen Vorab-Check gemacht haben, weil ich bin Laie. Woher soll ich es denn wissen? Ja. So, wenn auch du entweder in Brunos Schuhen steckst oder in Jürgens, also du entweder ein cooles Boot verkaufen möchtest oder du selbst Eigner werden möchtest, dann melde dich gerne bei uns. Dafür einfach das entsprechende Kontaktformular auf unserer Webseite benutzen. Der Link ist in der Videobeschreibung und hier auch nochmal eingeblendet. Und dann schauen wir uns gemeinsam an, wie wir dir idealerweise bei deinem Projekt helfen können. Beim nächsten Mal mit der Bahia, da wird es weitaus technischer. Das haben wir uns ja jetzt größtenteils noch aufgehoben. Da geht es dann um die Erklärung des neuen Systems und es gibt auch das ein oder andere Thema mit Verbesserungspotenzial. Sehr schön, dass ihr bei dieser Folge wieder mit dabei wart. Wir wünschen euch allen eine gute Zeit und den Seglern unter euch noch eine sehr schöne Restsaison. Genießt sie. Ich genieße jetzt hier erstmal den Sonnenaufgang und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge Bootsprofis. Bis dahin. Ciao, ciao.